So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Battle Pokémon X und Y. Heute mal wieder alleine, weil auch mal wieder ein kürzerer Kampf und so. Auf meiner Seite sehen wir Ditto, Capoeira, Xerox, Fiaro, Wummer und Flunkifer. Und auf der Gegnerseite sehen wir Voltenso, Zoroark, Grabbit, Quajutsu, Serapendra und Lamos, wenn ich mich nicht vertan habe. Und dem geneigten Beobachter mag aufgefallen sein, das Ganze ist auf Englisch diesmal. Liegt ganz einfach daran, dass der gute Spielmannsherz so freundlich war, mir das aufzunehmen und er seine Editionen auf Englisch stehen hat. Deshalb mal in Englisch, aber ich denke, das wird nicht allzu viel ausmachen. Ja, ich starte mit meinem Ditto, er mit seinem Voltenso. Und er Mega hat natürlich direkt erstmal, was bei mir jetzt irgendwie nicht funktioniert, weil Ditto keinen Megastein trägt. Logischerweise. Aber gut, da ich mir dachte, dass er seine Megaform raushaut erstmal, verliert er natürlich seinen Voltabsorber, den er normalerweise hat, und ich kann schön mit dem Voltwechsel mich rauswechseln. Und zwar zu meiner speziellen Wall, Like a Record. Der Bedroher bringt mir jetzt in dem Fall nicht so viel, weil das ein spezieller Angreifer ist, aber dafür, dass das gerade eine Step-Attacke war von einem Mega-Voltenso, macht das schon süß Schaden. Und da kommt Lamos raus. Ich denke mir, nee, da bleibst du mit Like a Record lieber nicht drin. Und schick mal meinen Ditto wieder raus. Aber fuck it, Ditto verwandelt sich nicht. Was könnte das wohl bedeuten? Wer hätte es gedacht, da steht ein Zoroark vor mir. Dummerweise. Und ich wüsste auch nicht, wer ein Lamos mit Life Orb spielen sollte. Also, ne? Blöde Wahl. Aber es ist gut zu wissen, dass sich Ditto nicht verwandeln kann, solange ein verwandeltes Pokémon vor ihm steht. Das macht irgendwie Sinn. Gut, der Flammenwurf interessiert jetzt meine Yukina Chris jetzt nicht unbedingt. Vor allem, weil es die Offensivweste trägt. Und da ich wusste, dass es ein Zoroark ist und er wusste, dass es ein Zoroark ist, habe ich einfach mal die Aurasphäre gemacht. Was er aber erwartet hat. Deshalb hat er sein echtes Lamos reingewechselt, um das gut abzufangen. War an sich ein guter Zug, weil er tatsächlich darauf geachtet hat, dass ich seine Tarnung schon quasi enttarnt habe. Hilft ihm nur leider nicht viel, wenn danach die Finsteraura kommt und ich trotzdem noch schneller bin als das Lamos. Ist nicht schwer. Gut, da kommt sein Voltenso wieder rein. Das ist für Wummer jetzt natürlich ein kleines Problemchen. Aber ich dachte mir, ja komm, hast eine Offensivfeste, du überlebst mindestens einen Schlag. Und zack. Ich überlebe tatsächlich. Yay! Und kann ihm mit dem Water Pulse, mit der Aquawelle, den Garaus machen. Mit der tollen Fähigkeit vom Wummer wird das ja alles um 50%, glaube ich, verstärkt. Das heißt, die Aquawelle ist dann immerhin ein 90er-Step. Das ist schon mal nicht schlecht. Serapendra ist jetzt natürlich schneller als Wummer. Da konnte ich aber auch nicht sicher irgendwas reinwechseln, weil ich nicht wusste, was kommt. Ich hätte Fiaro reinwechseln können. Aber dazu hätte ich mir sicher sein müssen, dass das Erdbeben kommt, und das kann man bei einem Serapendra einfach nicht sein. Gut, Brave Bird hat natürlich, also Sturzflug hat natürlich Priorität durch die Orkanschwingen von Fiaro. Kann also das Serapendra locker mal eben schnell ausnocken. Allerdings kriege ich auch ein bisschen was an Recoil dadurch, aber ich habe ja den Seegesang, was zumindest von dem Recoil nochmal die Hälfte wegheilt, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, Grabbit ist jetzt so eine Sache, das überlebt sicher einen Sturzflug, aber da musste ich leider Gottes einfach Fiaro mehr oder weniger opfern, um einfach Grabbit noch ein bisschen Schaden reinzuschicken. Ob jetzt Stromstoß kommt oder Rückkehr oder Quick Attack, ist eigentlich völlig egal, das hätte Fiaro alles nicht überlebt, vor allem wenn das Grabbit gebandet ist, was es glaube ich tatsächlich auch war in dem Fall. Mit Capoeira gerade nochmal ein Bedroher drauf, damit eventuell der Schaden nicht ganz so hoch ausfällt. Doch, fucking Grabbit ist fucking stark. Diggersby though und so, ne? Gut, aber ja, es sieht sehr gewahlbandet aus, sonst hätte es jetzt wahrscheinlich ein Erdbeben gemacht. Und ich nutze die Gelegenheit, um es auszunocken mit einem Brick Break und einem Durchbruch. Ich hätte natürlich auch einen Patronenhieb machen können, das wäre vielleicht in dem Fall sogar sinnvoller gewesen, weil ich dann wahrscheinlich keinen Schaden gekriegt hätte. Ja, jetzt kommt Zoroark raus. Zoroark war durch den Wechsel auf Lamos vorher im Kampf natürlich auf
auf dem letzten Platz, auf dem letzten Slot im Team. Und wenn man Zoroark aus dem letzten Slot rausholt, hat es halt natürlich nichts, was es kopieren könnte beim Reinkommen. Dummerweise. Ja gut, da kommt mein Ditto. Da Zoroark nicht transformiert ist, kann ich natürlich ihn auch kopieren. Drücke den Focus Blast, den es offensichtlich hat, und haue daneben. Natürlich. Er kann mich dann ausnocken mit dem Flammenwurf. Ich denke mal, er war auch entweder gewahlschalt oder gewahlglast. Eins von beiden wird es sein, sonst würde er nicht immer wieder Flammenwurf einsetzen. Ja, Mega-Flunkkiefer und so. Ist ein Biest. Allerdings habe ich in dem Moment, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht, denn ich habe nicht den Tiefschlag gedrückt, sondern den Knuddler. Und habe nicht erwartet, dass mir das so viel Schaden reinzimmert. Es ist zwar sehr effektiv, aber es ist auch immer noch ein Flunkkiefer. Ich hätte eigentlich gehofft, dass das weniger Schaden macht, aber ne? Doof. Vielleicht hätte der Tiefschlag sogar gereicht, ich bin mir nicht sicher. Ja, gut, dann kommt jetzt bei ihm als letztes noch Quajutsu raus. Ich habe keine andere Möglichkeit mehr, als den Sucker Punch zu machen, den Tiefschlag. Um eventuell ihm noch Schaden zu machen, aber keine Chance. Ein Quajutsu one-hitted man nicht mit dem Tiefschlag, leider. Ja, und er kann mich dadurch mit der Finsteraura ausnocken. Ich denke mal, Finsteraura war einfach deshalb, falls ich den Schlag überleben sollte, aus irgendwelchen Gründen, dass der nächste Tiefschlag trotzdem noch resistet wird. Ja, und so alles in allem 1-0, wenn ich mich nicht verzählt habe, würde ich sagen GG. Das war's dann aber auch wieder von mir für heute. Bis dann, und see ya.